Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Nachdem ich erst der Schwerkraft nochmal verfiel und dann vom Skelett erschossen wurde, sind wir jetzt wieder zu Hause, haben uns mal kurz hingelegt und werden jetzt weitermachen, indem wir immer noch unsere Items getten wollen. Wir hatten es ja schon mal gefunden. Von der Zeit her müsste es auch noch passen, weil der Chunk wird ja soweit erstmal entladen und die Alt-Taste klemmt schon wieder. Gut, okay, jetzt passt's. Also, jetzt machen wir es auch richtig. Wir nehmen uns ein gesamtes Deck. Ach, da war das gebratene Hühnchen, was ich übrigens mitnehmen wollte. Ein ganzes Deck Dings mit. Wir holen uns sowas. Wir nehmen so eine Diamantspitzhacke mit. So, das müsste auch schon reichen. Jetzt könnten wir noch einen Kompass zur Orientierung mitnehmen. Aber wir haben ja noch ein bisschen altes Gezeugs. Ja, alte Sachen. Ziehen wir jetzt auch einfach mal an. Ja, nochmal, jetzt brauche ich auch eigentlich keine Sticks mehr. Mit den Sticks wollte ich mir das eigentlich jetzt alles bauen. Egal. Haben wir jetzt alles. Und nochmal runter. So, Kompass in die Hand. Er dreht sich wild. Er zeigt ja immer zum Spawn. Ich weiß auch gar nicht, ob das eigentlich der Spawn ist, den man durch das Bett neu setzt. Also, dass man quasi immer zum Bett geführt wird. Oder zu dem Spawn, der wirklich der Grundspawn ist, also zum 0-0. Gute Frage, nächste Frage. Mal, genau, war so ein Ding da. Das haben wir jetzt auch entfernt. Aber jetzt sind wir schon richtig wieder gut dabei mit der Ausrüstung, also mit der Rüstung vor allen Dingen. Und jetzt speeden wir durch und hoffentlich finden wir es diesmal wieder und diesmal holen wir hoffentlich uns auch das Zeug zurück und ich hoffe, es ist wirklich noch nicht despawn. Dürfte eigentlich wirklich nicht passieren, weil, wie gesagt, Chunk-Entladung. Wer das nicht weiß, wo, also allgemein erstmal zum wegen Spawn und Despawn von Items. Normalerweise despawnen Items 3 Minuten. Schlagt mich in den Kommentaren, falls ich irgendeine Minutenangabe oder irgendwas Falsches sage. Also soweit ich weiß, waren es 3 Minuten, die man Zeit hat nach einem zum Beispiel Tod oder indem man ein Item einfach auch wegwirft, bis das despawnt, also weg ist. Wirklich weg, wie kriegst du nie wieder. Dafür wäre übrigens Dead Chest jetzt gut gewesen, weil dann wäre es nämlich gesichert gewesen. Aber haben wir nicht. Also nicht drumrum weinen. Rennen. Danke. Zumindest, das alles funktioniert ja nach Chunks. Also ein bestimmter Chunk ist ja eine gewisse Abgrenzung hier im Gebiet. Und diese Chunks können nicht alle gleichzeitig. Die gesamte Welt ist ja offiziell erstmal unendlich groß. Also es ist nicht wirklich unendlich, aber riesig. Und wenn man alle Chunks gleichzeitig laden lassen möchten, tun, das würde viel zu viel Speicher fressen. Also sind immer nur die Chunks aktiv, in denen man gerade drinne ist. Ja, das sieht man übrigens auch, glaube ich. Hier. Chunks catched. Ja, 414. Die verändert sich immer, nämlich wohin ich gerade springe. Hier zum Beispiel waren auch Items, die haben wir, glaube vor 2 oder 3 Folgen haben wir die gesammelt oder dorthin gelegt. Und hier ist unser Außenposten. Haben wir hier irgendwas, was uns weiterhilft? Das vielleicht. Und eine Schaufel. Hi. Und noch eine Axt. Und noch ein bisschen Erde, falls wir noch brauchen. Okay. Desert Hills. Achso, Desert Hills sind das. Deswegen sind hier auch Hügel. Futtern wir nochmal. Und zumindest gerade an diesen Items da sah man es halt. Und wenn man in der nicht mehr Nähe, also in der Unnähe, das kann man ja nicht so sagen. Also in der weit genug entfernt von etwas ist, wird dieser Chunk so genannt entladen. Das heißt, er wird gespeichert, aber wird nicht mehr aktiv berechnet. Der Vor- bzw. Nachteil daran ist, es passiert darin nichts. Bedeutet, es spawnt dort nichts. Es werden keine Items, also es spawnt und despawnt halt auch nichts für jetzt die Items. Soweit ich weiß, wächst aber auch kein Gras oder Bäume oder Lianen oder Weizen oder alles sowas, was wachsen kann, wächst halt auch nicht, weil für den Chunk, solange er entladen ist, keine Zeit vergeht. Finde ich auf jeden Fall gut. Okay. Hier waren wir vorher nicht. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Oh, die läuft da auch weiter runter. Interessant, interessant. Hä?
Ah, da. Gut, wir haben's. Warum bin ich auch auf die Druckplatte? Vor allem, warum einfach draufstellen? Ich hätte ja auch einfach erstmal unten was weghacken können. Ja. Um einfach zu gucken, was da los ist. Und ich... Depp. Ja. Spring da einfach runter. Okay, nee, das ist mir zu tief. Aber da liegt auf jeden Fall noch was. Weiß jetzt nicht, ob es die Items waren, aber es war auf jeden Fall noch EP. Ich habe mich jetzt einfach durch den Stein... Oh nein, hier ist noch alles. Oh, Spinne. Stirb. Lass mich in Ruhe. So, schnell mal hier durch. Ich bin voll. Wieso bin ich voll? Habe ich so viel Scheiß mitgenommen? Okay, was brauchen wir auf jeden Fall noch? Diese Emeralds will ich mitnehmen. Genau, die Hammer. Pfeile brauchen wir nicht. Ah, guck mal, ein TNT hat es auch nicht überlebt. Den werden wir mal da reinwerfen. TNT. Glatter Sandstein. Sandstein. Sand. Obwohl, so ein 64er Stack Sand. Weg. 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 Das brauchen wir auch nicht. Die können wir gegenseitig reparieren. Auf jeden Fall will ich jetzt ja nicht auszusehen, was wirklich Wichtiges da liegen lassen. Habe ich jetzt auch meine beiden verzauberten Spitzhacken. Okay, die sind die wichtigsten und der verzauberte Bogen. Die sind erstmal die wichtigsten grundsätzlich. Und irgendwie ist mein Helm weg. Ah, da ist der Helm. Super. Okay. Müssen wir soweit alles haben? Eimer wollen nicht. Dann machen wir es einfach. Ausschütten. Und dann stecken wir den da drauf. Ich bin so gut. Okay. Pfeile. Habe ich jetzt gar keine Pfeile? Nee, gar keine Pfeile gehen ja nicht, weil sonst kann ich ja nicht mit dem Bogen schießen. Was brauchen wir nicht? Was brauchen wir nicht? Schwarzpulver. Sticks. Sticks. Sticks weg. Pfeile, kommt her. Danke. Gut. Okay. Der Todesfalle entkommen. Ah, ist echt auch alles kaputt gegangen. Krasse Sache. Das alles. Warum benutze ich dafür eigentlich den Cleanstone? Warum nehme ich Pflasterstein mit? Das ist so eine große Frage. Warum baue ich mich auch da hoch? Alles so große Fragen heute. So, hier. Perfekt. Alter, bin ich betrunken oder was? So, jetzt aber. Komm, gerade hoch. Irgendwann müsste ich anecken. Genau. Von hier habe ich mich reingegraben. Die Todesfalle. Warte mal, das ist die Glücksspitzhacke. Ich will aber meine Behutsamkeitsspitzhacke haben. Obwohl, eigentlich auch nicht. Eigentlich will ich die normale Spitzhacke haben, die keine Verzauberung hat. Weil derzeit kann ich nicht gewollt verzaubern. Ganz schön viel Sandstein hat man dann hier. Also wenn man irgendwas aus Sandstein machen will, baut man so eine Pyramide ab. Okay, die Frage ist jetzt, ob es hier noch irgendwo Geheimnisse gibt. Hallo? Nö. Hier hinter vielleicht? Nein. Ich habe es jetzt nur alles entstellt. Also ne, oben ist ja ein Loch drin, ne? Ja, könnte ich mich in den Tod stürzen. Will ich aber gerade nicht. Das haben wir ja schon gehabt. Heute. Einmal pro Tag reicht. Obwohl, heute war es da, glaube ich, nicht. Gut, haben wir auch sowas gesehen. Gleich mal in eine Falle getappt. Aber gibt auf jeden Fall gutes Zeug dort. Kann man sich gleich mal merken. Und jetzt frage ich mich... Was wir noch brauchen, um uns runter zu graben und nochmal zu versuchen, ein paar Emeralds oder sowas zu scouten. Eigentlich soweit nichts weiter. Nö. Wir haben jetzt schon ein paar Smaragde. Wir werden uns aber jetzt mal erstmal in Richtung nach Hause wieder begeben. Das Problem ist, wir haben nur noch Level 6. Wir fahren Level 20. Selbst schuld. Ja, wer auf eine Druckplatte tritt,
ganz bewusst auf eine Druckplatte tritt. Der hat's auch nicht anders verdient. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Schwert draußen hatte und geblockt habe. Ja. Ich weiß nur, ich hatte Rüstung an. Die Rüstung hat einiges abgefedert. Ist die Frage, ob ich wirklich Blockung hatte. Weil wenn ich geblockt habe, apropos, wo ist mein Diamantschwert? Wenn ich eine Blockung hatte, dann ist es auch vor allen Dingen verständlich, warum ich überlebt habe. Wenn nicht, warum habe ich nicht geblockt? Weil dann hätte ich auf jeden Fall überlebt. Ja, wie man es macht, macht man es falsch. Das ist absolut korrekt. Ah, es wird schon wieder Nacht. Das ist unfassbar hier. Ja, komm. Futter voll. Oh, mit Sternchen. Wir haben auch keine Fackeln mehr. Das ist natürlich doof. Aber als allererstes will ich unser Portal finden. Und dort wird dann auch die Mine... Ja, nennen wir es Mine. Gegraben nach unten. Dafür muss ich aber erstmal den Dschungel finden. Ja. Ich weiß. Gerade die Verfechter von wegen Minimap und Waypoints sagen dann, ja, hättest du jetzt eine Minimap und Waypoints, hättest du das ganze Problem nicht gehabt. Hallo Spinne. Crit. Nein, nicht gekrittet. Aber egal. Wir brauchen ein paar EP. Töten wir mal den Enderman. Ja, eine Enderpearl. Nimm sie auf, du Sau. Schmeiß mal weg, hier das. Wir brauchten sowas. Aber ich möchte die Enderpearl bitte nicht da unten haben. So, hier müsste irgendwo... Ist das da hinten das Portal? Nein. Natürlich nicht. Irgendwo hier muss aber auf jeden Fall unser Portal rumgammeln. Nee, warte mal. Ach, da nicht, weil... Wir haben ja vom Portal aus gesehen die Wüste, den Dschungel und das Schneebiom. Wo mir gerade einfällt, wo wir gerade mal bei Biomen sind und Mixed-Biome, die wir hier so haben. Es gibt ja eigentlich auch so ein Pilzbiom, also ein Mushroom-Biom mit so Pilzboden und Pilzkühen und alles. Sowas habe ich noch nie gefunden. Ey, renn! Oh Gott! Hätte halt nicht, ne? Und lässt sich halt hitten. Renn jetzt! Mädchen. Meine Fresse. Hier. Hier. Da ist es. Da ist es. Weg. Stirb. Wenn ihr krittet, dann bleibt irgendwie etwas angewurzelt stehen, ne? Bloß nicht den Enderman angucken. Ding, 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 ding. Hallo, Enderman. Keine Enderpearl, natürlich nicht. Geizhals. Okay. Geht jetzt erstmal runter, obwohl. Wie ich da wieder. Alter Schweinchen. Willst du mich zu Tode erschrecken? Wir gehen erstmal zurück. Schade. Und noch Schweinchen. Noch mehr Schweinchen. Verstehen? Kann ich auch ordentliches Essen aufnehmen, komm her. Er braucht ein schon verrottetes Fleisch, außer die Hunde. Die sind auch froh, wenn ich sie mit was ordentlichem füttere. Stirb! Ich sagte stirb! Dankeschön. Dann hole ich mir doch lieber Leitern und grab mich da mal... Warum esse ich das rohe Fleisch? Tschüss! Schwupp! So, wieder auf nach Hause. Da holen wir uns Leitern und dann bauen wir uns so runter. Oder ich hole vielleicht sogar TNT. Ach nee, komm. Man muss ja nicht übertreiben. Ich hatte vorhin noch eine kaputte Schaufel. Das ist die neue Schaufel. Ich hatte doch noch eine kaputte. Die liegt bestimmt auch unten. Na, jetzt haben wir eine ganz neue Schaufel. Einmal freuen, bitte. Na du? Ich hau dich mal nicht. Jetzt kommen deine Freunde und hauen mich zurück. Aber das Schlechteste, was man machen kann. So ein Töten. Und dann sich wundern, warum man zusammengeschlagen wird. Von seinen Freunden. So. Sneaken wir mal uns hoch. Und holen mal die Leitern.
Oder bauen. Habe ich noch Leitern? Ich glaube nicht. 3. Ah, ich glaube, die reichen nicht. Aber als erstes packe ich mal das alles weg. Alles machen wir alles. Ich pack das jetzt mal. Ja doch, machen wir jetzt das noch hier so. Smaragde kommen auf jeden Fall mit hier rein. Diamanten wieder aufgefüllt. Mehr Gold. Wieder Eisen. Das müssen wir auch mal schmelzen. Das müssen wir auch mal zerhacken. Elektrischer Kram haben wir nichts. Hier ist Kies drin. Nö, haben wir nicht. Steinziegel. Nö. Cleanstones brauche ich eigentlich nicht. Die nehme ich mal nicht mit. Ich wollte eigentlich ja nur ein paar mitnehmen für das Gebäude. Haben wir weggeschmissen. Lecker Essen haben wir noch. Aber da können wir das rein tun. Weiß jetzt auch nicht, ob Kakaobohnen jetzt auch dazu zählen. Unter Essen. Oder doch eher unter Pflanzen. Na, tun wir sie mal bei Pflanzen rein. Hier, komm. Und so sieht das dann aus, wenn ich sortiere. Hier oben war noch irgendwo ein Drop. Genau da. Ender Pearls. 7 Stück nur. Das sind echt wenige. Brauchen wir viel mehr. Oh, ich habe den Eisen. Das Eisen ist da drüben mit reingetan. Wo war denn jetzt Sand? War hier schon irgendwo Sand? Eimer Sandiges. So, mit Sand und. Ja. Ausrüstung war hier. Nee. War da. Tun wir mal das ja alles kaputte zurück. Ich brauche gerade keine Schere. Das kann man auch mal hier lassen, solange ich das Ding da habe. Das brauchen wir auch nicht. Obsidian habe ich hier noch reingetan. Jo, das muss einfach mal so. Die Eimer kommen hier rein. Die können wir jetzt stapeln. Das heißt, eigentlich könnte ich auch eine neue Kiste machen, aber wenn man sie wahrscheinlich mehrere Wassereimer oder so, kann man bestimmt nicht mehr stapeln. So, ich will doch nur ein Pfeil. Blutzeug da rein. Auch das Schießpulver. So. Sticks. Und noch mehr Sticks. Ja. Und noch da, da. Ach, verdammt, 2 Sticks eigentlich zu wenig. Egal, machen wir noch so. Und dann haben wir noch 5 Sticks über. 30 Leitern sollten auch rein. Nee, reichen nicht. Ja, wer rechnen kann, weiß. Nein, das reicht nicht. Ah, komm, hier machen wir aus dem Holz noch. Und dann können wir das andere Holz... Nein. Das andere Holz auch da rein tun. Weil wir wollen ja von auf Ebene 16 runter. Und wir sind ja mindestens auf Ebene... Obwohl, doch, es würde reichen. Darum geht's nicht. Es könnte auch nicht reichen. Dann müssen wir wieder zurücklaufen. Wieder was holen. Muss ja nicht sein, ne? So, mit 64 und noch ein bisschen. Na... ich wollte das eigentlich wieder so haben wie vorher. Also jetzt ist nichts dort. Ist doch auch egal. So. Noch eine Melone. 7 Melonen. Und ich glaube, wir gehen vorher mal schlafen, weil es noch Nacht. Und ich sag dann schon mal bis zum nächsten Part. Und ja. Hoffe, dann failen wir nicht, sondern machen wir endlich das, was wir eigentlich machen wollen. Oder ich machen will. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Wayboard. Und ich bin raus. Tschüss.